Mein Name ist Dennis Aytekin. Als Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga verdiene ich durchschnittlich 17.000 Euro im Monat. Ich finde schon, dass das gerechtfertigt ist für den Aufwand und in dem Business, wo wir uns bewegen. Aber ich bin da sehr demütig, weil vor wenigen Wochen war meine Tochter im Krankenhaus und habe gesehen, was dort Pflegekräfte leisten. Über Wochen habe ich das gesehen, tagtäglich. Dann weiß man, dass man auf der Sonnenseite der Erde ist. Die Menschen sehen nicht, was unter der Woche passiert, wie viel Aufwand es ist, was man dafür aufgeben muss in seinem Leben. Bei meiner Tochter war es zumindest so, dass ich sie ist ja jetzt mittlerweile 20 und ich habe sie kaum aufwachsen sehen, weil ich permanent nur unterwegs war.